Hallo du hinterm Bildschirm und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat vom Februar 2020. Ich probiere aktuell so ein bisschen so ein anderes Kamerasetup aus, was auch daran liegt, dass wir draußen schon wieder kein Licht mehr haben und ihr sollt mein wunderschönes S-T-Shirt bewundern, deswegen heute mal irgendwie ein bisschen eine ungewohnte Perspektive. Schreibt doch mal, wie sie euch gefällt. Aber darum soll es heute im Video natürlich nicht gehen, sondern um die Bücher, die ich im letzten Monat gelesen habe. Und es waren sage und schreibe 2 Stück. Und jetzt erzähle ich euch, wie ich sie fand, was es für Bücher waren und wo ich Gesprächsbedarf habe. Ich würde sagen, wir legen los. Zunächst habe ich den zweiten Teil einer Jugendfantasy-Trilogie gelesen. Und zwar war das der zweite Teil der Grishaverse-Trilogie von Leigh Bardugo und dieses Buch hier heißt Eisige Wellen. Den ersten Band habe ich letzten Monat gelesen und man muss einfach sagen, ich fand ihn ganz gut, aber diese Reihe erfindet das Rad auch einfach nicht neu. Es ist nämlich diese ganz klassische Story von einem Mädchen, das irgendwie in einer Fantasy-Welt lebt und erfährt, dass sie plötzlich besondere Fähigkeiten hat und deswegen dann doch irgendwie zu denjenigen gehören, die quasi diese dystopische Gesellschaft irgendwie beherrschen. Also ne, irgendwie nehmt einfach die Story von Red Rising und von Red Green und ihr habt die Story von Grisha auch. Was aber der erste Band sehr, sehr gut gemacht hat, war dieses ganze Worldbuilding, diese ganze Atmosphäre. Und die werden auch hier im zweiten Band weiter ausgebaut. Wir lernen so viele neue Kreaturen kennen, viele neue Charaktere, viele neue Verhältnisse, viele neue Beziehungen, alles Mögliche. Also hier in diesem Buch geht's auf jeden Fall voran in der Story. Ich finde nicht, dass es ein typischer zweiter Band war. Die Story an sich ging wirklich weiter, aber, und das hat mir das Buch wirklich krass vermiest, die beiden Hauptcharaktere. Don't get me started mit diesen Hauptcharakteren. Die beiden Protagonisten waren wirklich das Frustrierendste, was ich jemals in Jugendbuchliteratur oder allgemeinen Literatur gelesen habe. Die haben sich so dumm und pubertär verhalten, dass ich wirklich teilweise das Buch einfach nur noch schütteln wollte oder es gegen die Wand klatschen wollte. Und dabei ist die Story in ihren Grundzügen total spannend und wirklich auch gut gemacht und es sind sehr, sehr viele Schauplatzwechsel und sehr, sehr viele Plotlines, die sich auf einmal um 180 Grad wenden. Aber die Charaktere, ne, die haben das teilweise so in die Länge gezogen und dieses Buch wirklich fast unausstehlich gemacht. Und das war für mich der ganz, ganz große Negativpunkt an Eisige Wellen. Ich werde nichtsdestotrotz den dritten Band, und das dann ja auch der Abschluss der Trilogie ist, bald lesen, vermutlich im Mai oder so. Ich brauche jetzt erstmal einen Augenblick Abstand, um dann weiterlesen zu können, weil klar, der Cliffhanger am Ende war dann irgendwie wieder da. Und jetzt, wo ich 2 Bücher gelesen habe, möchte ich auch den dritten lesen. Und davon kommt ja auch ganz bald eine Netflix-Serie raus und ich glaube, die könnte wirklich geil werden. Aber diese beiden Protagonisten hier, I don't know. Und direkt nach diesem Jugendbuch brauchte ich dann etwas, was vielleicht meine Gehirnzellen irgendwie ein bisschen mehr fördert. Und dann habe ich nämlich im Zuge auch meiner ganzen, oh, ich möchte mehr literarisch lesen, Phase zu Stella von Tarkes Würger gegriffen. Ich habe von Tarkes Würger auch das Debüt gelesen, Der Club. Das fand ich so lala, weil mir die Story nicht so gut gefallen hat und die Charaktere auch überhaupt nicht meins waren, aber ich fand seine Schreibe einfach mega geil. Und deswegen war mir klar, dass ich Stella auch lesen werde. Und vor allen Dingen hat Stella einen Plot und eine Grundhandlung, die mich einfach noch viel, viel mehr interessiert. Es geht nämlich um die wahre Figur der Stella Goldschmidt. Also die gab es einfach tatsächlich. Und das war eine Jüdin, die zu Zeiten des Holocausts andere Juden verraten hat und eben mit den Nazis zusammengearbeitet hat. Ein extrem schwieriges Thema, das man wahrscheinlich wirklich nur mit Samthandschuhen irgendwie anfassen kann. Sollte. Und das hat Tarkes Würger nicht gemacht. Und aus dem Grunde war dieses Buch ja auch total in der Kritik, weil immer gesagt wurde, oh, hier wird einfach nur eine Liebesgeschichte erzählt. Und das ist tatsächlich wahr, weil unser Protagonist zieht nach Berlin und lernt dort Stella kennen und lieben. Das ist einfach die Grundhandlung des Ganzen. Und ja, natürlich ist es eine fiktionale Geschichte, eine fiktionale Liebesgeschichte, die einfach dieses schreckliche Thema des Holocausts und des Verrats als Aufhänger nimmt. Da soll man jetzt irgendwie von denken, was man will. Ich kann schon die Kritiker da irgendwo so ein klein bisschen verstehen. Aber es ist eben doch auch immer noch ein Stück Literatur über den Holocaust.
Und ich denke mir so, dass das immer noch besser ist, als das Ganze einfach zu vergessen und unter den Teppich zu kehren. Und es ist nicht so, als würde in diesem Buch hier diese ganze Thematik unter den Teppich gekehrt werden oder als ob dieses Buch tatsächlich nazifreundlich wäre, was es ja teilweise auch kritisiert wurde. Absolut nicht. Dann haben wir wirklich ein anderes Buch gelesen. Ich finde, das hier war sehr, sehr differenziert geschrieben. Die Figur der Stella wurde sehr, sehr verschieden beleuchtet und hat es tatsächlich so ein bisschen dreidimensional anmuten lassen. Trotzdem war es wahrscheinlich auf den 200 Seiten nicht möglich, so unglaublich viel davon abzubilden und noch tiefer durchzudringen. Aber für die 200 Seiten, die dieses Buch hatte, hat es wirklich da einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ich finde Takis Würgers Schreibstil nach wie vor unglaublich gut, weil der einfach in einem Satz so viel sagen kann, wie andere Autoren es auf 100 Seiten tun. Und obwohl dieses Buch dann doch ein Stück weit anspruchsvoller ist, gerade was die Dialoge angeht, was die Charaktere angeht, aber auch den ganzen Aufbau des Buches angeht, bin ich trotzdem relativ schnell durchgekommen. Das liegt aber auch an dieser etwas komplexeren Struktur, weil diese ganze Haupthandlung immer wieder von echten Dokumenten sozusagen durchbrochen wird, weil wir Fakten aus der damaligen Zeit bekommen, als Newspaper-Artikel sozusagen, aber wir haben eben auch diese Haupthandlung, die einfach weitergeführt wird. Und Stella hat mir sehr viel besser gefallen als der Club und deswegen gebe ich dem Ganzen, ich glaube, 4 von 5 Sternen, sowas irgendwie, ja. Ich habe das Ganze dann teilweise auch als Hörbuch gehört bei Audiotheka. Das ist noch ein neuer Hörbuchanbieter. Vielleicht ist der ja was für euch. Könnt ihr einfach mal auschecken. Da habt ihr auf jeden Fall auch viele Möglichkeiten, irgendwie die Sprechgeschwindigkeit hochzustellen, was ich ja immer ganz gerne mache bei meinen Hörbüchern. Und ja, also auch als Hörbuch auf jeden Fall ein richtig gutes Buch und richtig gut gesprochen. So, das war's schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem mit diesen beiden Büchern ein bisschen Spaß. Und so wie es gerade aussieht, kann ich euch dann im Lesemonat März vielleicht noch ein paar mehr Bücher vorstellen, weil ich gerade voll irgendwie im Leseflow bin. Jetzt sage ich aber erstmal wieder danke fürs Zuhören, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und ciao.